In Reichstätt wird wieder aktiv Fußball gespielt. Der Landsportverein hat sich gegründet und eine Mannschaft für den Spielbetrieb aufgestellt. Jeden Mittwoch von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr wird fleißig trainiert, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Also herzlich willkommen hier auf Sportplatz in Reichstätt bei Walder Straße. Wir vom LSV Reichstätt starten ab diesem Jahr wieder in die aktive Saison. Zweite Kreisklasse West, Sächsische Schweiz, Osterzgebirge in diesem Kreis. Dazu kam es letztjährlich im November bei einer Geburtstagsfeier, an der nahmen sehr viele der jetzigen aktiven Mitglieder teil. Und man kam zu dem Gedanken, vielleicht wieder den Fußball aktiv zu betreiben. Die Altherrenmannschaft in Reichstätt macht das schon durchweg, aber seit knapp 6 Jahren gibt es keinen aktiven Fußball mehr in Reichstätt. Aber nicht nur Reichstätter Männer spielen mit. In Seifersdorf hat sich die erste Männermannschaft aufgelöst. Von dort und auch von Diepoldiswalde kommen Spieler. Natürlich sind wir froh darüber. Es ist natürlich schade, dass sich Seifersdorf aus dem Spielbetrieb abgemeldet hat. Wir profitieren davon mit knapp 5 Spielern, unter anderem in Tormann. Wir haben dann 3 Tormänner insgesamt, was für so eine Klasse auch wichtig ist. Der eine oder andere ist vielleicht mal nie da. Und aus Diepoldiswalde, die Jungs, die gewechselt sind oder sich schon im Vornherein abgemeldet haben, die suchen eine neue Herausforderung, einen Neuanfang und dann natürlich auch einige Klassen tiefer. Die Reichstätter haben einen langen Weg nach oben vor sich. Aber jetzt zählt erst einmal nur der Wiederbeginn und der Spaß am Fußballspielen steht im Mittelpunkt. Also da wir komplett als Wiedereinsteiger zählen und auch noch viel Arbeit vor uns haben, setzen wir uns als Ziel, wie man das so macht, sportlich fair dabei zu sein. Vielleicht von den neuen Mannschaften nicht den 9. zu belegen in der Klasse. Und wir hätten auch ein Angebot. Ab 6. Platz gibt es noch ein bisschen Geld von einem zusätzlichen Sponsor. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Philipp Klinert hat sich in den letzten Monaten mächtig ins Zeug gelegt. Neben der Vereinsgründung war vor allem die Suche nach Sponsoren wichtig. Noch übernimmt die Stadt Dips die Stromkosten für das Vereinsgebäude auf dem Sportplatz. Für alle anderen Kosten muss der Verein selbst aufkommen. Aber die Reichstätter stehen zum LSV. Das Feedback ist sensationell, also im Ort und auch weit darüber hinaus. Ich persönlich habe fast schon zu viel Zeit für diese ganze Sache aufgebracht. Meine Freundin, die schimpft ab und zu mal ein bisschen rum, aber ich danke dafür, dass sie mich doch unterstützt. Und wir haben einen guten Sponsorenpool aufgebaut von knapp 40 Firmen, die uns in jeglicher Form finanziell oder durch Materialien unterstützen. Neu bei uns sind die großen Werbebanden da hinten, gestern im Arbeitseinsatz angebracht worden. Wir machen Ballfangnetze hinter die Tore aufgrund dessen, dass uns sehr viele Bälle kaputt oder verloren gehen. Wir haben Trainerbänke gebaut bekommen und möchten diese dann an unserem ersten Heimspieltag zum 14. September, das ist das Dorffestwochenende in Reichstätt, ordentlich ehren dafür. Wir planen eine Mannschaftsvorstellung, wir planen einen Sponsorendank, alle einzuladen und denen ordentlich zu danken. Wir organisieren Fastbier hier oben und vielleicht ist es uns möglich, auch noch einen Fahrdienst für die Leute im Dorf anzubieten. Müssen wir aber mal schauen. Also nicht vergessen, am 14. September, 2. Kreisklasse Männer, der LSV Reichstätt empfängt auf heimischen Rasen den Pretschendorfer SV 2 zum Punktspiel. Beginn ist 15 Uhr. Zum Schluss ist noch die Frage zu klären, warum denn der Reichstätter Fußball vor Jahren eingegangen ist. Damals mit aktiv und heute wieder mit dabei der 37-jährige René Neuber. Ja, es hört eigentlich auf, nachdem wir abgestiegen sind. Wurde immer schlechter, spielen wurde schlechter. Keiner hatte mehr richtig Lust. Dann sind sie abgewandert und wir hatten keine Mannschaft mehr. Da haben wir eine Spielgemeinschaft gemacht mit Dorfhain. Dann wurden es immer mehr Dorfhainer, da hatten die Reichstätter auch keine richtige Lust mehr. Dann hat es sich aufgelöst. Wer Lust und Laune hat, Fußball zu spielen oder wer die Reichstätter als Sponsor unterstützen möchte, ist gern gesehen. Am einfachsten auf den Platz gehen und nachfragen. Sie wissen ja, jeden Mittwoch von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr.